Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Quest Monsters. Ja, beim letzten Mal haben wir den zweiten Boss fertig gemacht und den Berater des Tyrannen getroffen. Amon hieß der. Und seit dem letzten Mal habe ich Oskrim meine Monster gut trainiert. Also, ich habe sie wirklich gut trainiert. Ich habe sie alle fast auf 20 gebracht. Ich sage fast, weil zwei noch auf Level 19 sind. Da fehlt aber auch nicht mehr viel. Und ich habe offscreen tatsächlich das Monster gefunden, was in der einen Maisgrotte da mir noch gefehlt hatte. Und welches Monster das ist. Und wie schrecklich es war, das zu kriegen. Das seht ihr jetzt eben kurz, weil ich habe dann nämlich auch aufgenommen. Keine Sorge. Da zeigt euch jetzt Vergangenheits-Shining, was so passiert ist. Jo, Leute, hier spricht der Shining aus der Vergangenheit, während der die Monster am Trainieren ist. Ich habe jetzt endlich rausgefunden, welches Monster mir hier noch fehlte. Dafür musste ich extra googeln, weil ich sonst nicht drauf gekommen wäre, da ich hier wirklich Stunden gesucht habe. Ich dachte erst, das wäre ein Metallschleim, aber da lag ich echt falsch. Es ist eine Fresskiste, genau genommen eine Mimik. Und die Mimik, die gammelt hier direkt unter mir. Die würde ich jetzt versuchen anzuwerben. Ich versuche gar nicht erst, das Vieh zu schwächen. Ich will es nicht aus Versehen umbringen, weil ich hier musste den Raum um die 100 Mal neu betreten und so weiter, bis das Vieh endlich mal aufgetaucht ist. Also ich will da echt nichts riskieren. Deswegen booste ich einfach meine ganze Truppe mit Energieschub und versuche so lange die Kiste da in Ruhe zu lassen. In Trötodil bringe ich aber eventuell so lange um. Versuche ihn natürlich auch zu schwächen. Ich habe jetzt alle meine Monster mit Energieschub geboostet und ihn geschwächt. Ich gebe ihnen mal das verdächtige Fleisch und dann werbe ich ihn an. 2% hat es gebracht. Komm, bitte. Okay, und der Islima-Freund macht einfach überhaupt keinen Schaden. Nochmal anwerben. Es ist wütend. Ich muss darauf pokern, dass es danach irgendwie angeworben wird. Ja, ich könnte auch in Raserei verfallen, vor allem weil es zwei von meinen einschliefen ließ. Okay, diese Fresskiste hält echt viel aus. Muss ich mir merken. Bitte. Ach komm. Okay, Leute. Da unten sitzt eine neue Fresskiste. Bevor ich die bekämpfe, gebe ich mal eben kurz Begabungspunkte bei den Star-Lima hier mal aus. Und auch bei den anderen. Also hier so ein Zwischending hier gerade. Und guck, dass ich es dadurch ein bisschen leichter mache. Wisst ihr auch mal hier in den Fauchfällen. Ich habe mal hier einen voll jetzt. So, dann probiere ich noch mal die Fresskiste jetzt anzuwerben. So, der Kamerad ist vorgeschwächt. Alle haben Energieschub drauf und er hat sogar Schwächung. Bitte. 52% kommen. Oh, diesmal hat's geklappt. Es hat so Ewigkeiten gedauert, bis gerade eine zweite Fresskiste da war, ne? Ich taufe dich Mimiko. Was kannst du denn so dafür, dass du so schrecklich anzuwerben bist? Er kann auch Wupp lernen. Ist mal drin investiert. So, und dann lesen wir uns auch direkt den Eintrag mal eben schnell durch. Die Fresskiste. Diese Sträuche tarnen sich als Schatztruhen, um Reisende hereinzulegen und anschließend anzugreifen. Sie tolerieren keine taktischen Rückzüge. Wehe dem, der es wagen sollte, regelmäßig Reis auszunehmen.
Es hat mir so viele Stunden gedauert, bis das zweite Vieh da war, ne? Will ich nun mal eben kurz nochmal anmerken. Das glaubt ihr gar nicht. Na gut, ab hier übernimmt dann wieder Zukunftsshining. So, wie ihr sehen konntet, habe ich da sogar auch direkt den Eintrag dann vorgelesen. Eine andere Sache übrigens, die ich offscreen gemacht habe, deswegen stehe ich hier noch gerade im Turm. Das zeige ich jetzt hier bei der Synthese. Keine Sorge, ich habe keine weitere Synthese gemacht. Sondern ich habe mir Synthesematerial ohne Ende geholt. Oder besser gesagt, ich hatte es mir zur Aufgabe gemacht, jedes Monster, das wir bisher einmal bekämpft haben, nochmal anzuwerben, damit ich sie, falls ich sie mal benötige, synthesieren kann. Da ist der Hässler, der mich so viel von meiner Zeit gekostet hat. In der Theorie könnte ich den auch gerade synthesieren, ne? So ist das ja nicht. Ah, guck mal, mit dem Schleim zusammen, also mit der Schleimente, macht er sogar einen Schachtelschleim. Ich glaube, ab heute packe ich mich auch auf die rechte Seite, wie ich es jetzt gerade getan habe. Weil, ja, ihr konntet sonst nie hier ganz erkennen, was ich hier so auf der einen Seite so alles hatte. Ich kann ja mal gucken, ob der die Fresskiste noch eine spezielle hat. Bisher scheinbar nicht. Ich will mir die Fresskiste trotzdem aufsparen, weil wir da bestimmt noch die ein oder andere coole Synthese machen können. Aber ich kann ja bei meinem jetzigen Team mal gucken, vor allem bei Sunny, ob ich ihn sinnvoll synthesieren kann. Mit dem Wolkenkätzer zusammen könnte ich einen Lachsack machen. Und ich weiß, dass der Lachsack und die Fresskiste auf jeden Fall eine spezielle zusammen haben. Das weiß ich, was bei dem vorherigen Dragon Quest Monster Thema Spiel, was ich gespielt hatte, genauso war. Da kam dann eine wesentlich bessere Fresskiste bei raus. Sunny als Heiler will ich sowieso ersetzen. Also würde das eigentlich passen, dass ich jetzt stattdessen den Lachsack mitnehme. Ja, komm. Er gibt sonst noch irgendwer zusammen den Lachsack? Ja, mit dem Sandsack zusammen. Den Sandsack, den hatte ich mir auch per Synthese geholt. Dann passt das ja. So, ich hole mir den Schwächer, den Bröckelfan. Und dann hole ich mir noch den Verteidiger. Ich taufe dich Geizhor. Also in Bezug auf geizig. So, und wie gesagt, ich weiß, dass der zusammen mit der Fresskiste zusammen was ergibt. Oder zumindest sollte dem eigentlich so sein. So oder so haben wir jetzt einen neuen. Außerdem haben wir ja sowieso auch einen wesentlich besseren Heiler. Ich guck mal, vielleicht kann der ja auch noch eine spezielle Synthese machen. Ja, mit dem Hornhasen zusammen ergibt das den miesen Mümmler. Ja, machen wir mal, ne? Den Sanitäter nehmen wir auf jeden Fall mit. Die windige Klinge zum Kämpfen. Dann nehmen wir das noch mit. Ich gucke jetzt eigentlich nicht zu viele Synthesen machen, Leute. Das wird der neue Sunny. Sunny weiß leider nicht, was Hosen sind, Leute. Den Rest lasse ich dann jetzt, glaube ich, erstmal so. Wie gesagt, ich gucke jetzt auch offscreen immer, dass ich jedes Monster noch ein weiteres Mal besitze. Damit ich sie zum einen für die Synthese bereit habe, falls ich sie mal brauche. Und auch generell später für die Multiplayer-Parts.
So, ich will zum Kreis der Eroberung, ne? Zum Kolosseum. Aber ich finde, vorher sollten wir mal zum Kolosseum vom Endor, weil ich glaube, wir könnten die nächste Stufe auf jeden Fall schaffen. So, ich gucke gerade hier noch mit den Begabungspunkten. Hier stecke ich natürlich alles in den Stärker und hier alles in den Pengfan. Hier habe ich viele Punkte. Ich, wenn er die Fähigkeiten hat. So, Kategorie E sollten wir jetzt mittlerweile schaffen. Ihr wisst ja, bei so Kolosseum-Kämpfen, da lasse ich mich generell aus dem Bild. That's right. It's the Pride of Rose Hill, the Pin-up Prince. Pin-up Prince? Wovon redet der? And facing him is the noble Ninjutsu Nobler. Can he keep up with these supersonic strategies? It's Ninja Nige. Auf jeden Fall ein neuer Gegner. Ich muss noch die Strategie einstellen. Sollte so passen. So, Autokampf. Ja, ich sag doch, das schaffen wir. Könnten eventuell sogar die nächste Kategorie schon schaffen. Die Kategorien klingen heftig, sind sie aber nicht. Ich glaube, im Kolosseum sind sie auch wesentlich heftiger. Did you get a load of those moves, ladies and gents? Forget supersonic. This guy thinks at the speed of light. Stepping into the ring, we have tough guy Fassard. Der Maskierte mischt gern. An air of confidence. Die Echse da links, die könnte gefährlich sein. No time to waste. On to the second bout. Let's brawl. Teraceratops. Okay. Du sollst Verbündete verbessern, nicht dich selber. Ja, guck mal, die halten gar nichts aus. Die machen nicht mal Damage. What a rip-roaring display of monster-mauling action. Round 2 goes to the Pin-up Prince. Ich bin kein Pin-up Prinz. Can he make it 3 in a row? Is anyone capable of blocking his path to victory? Nee. Perhaps our final opponent? He's put in the hours, and now he's literally bursting with power. Bert Crackerjack! Das ist ein sehr interessanter Schleim. So we approach the grand finale. Who will maul and who will ball? Let the third and final bout begin. Let's brawl!
auf Automatik gestellt. Feuerfratze. Der Heißluftdrache wird jetzt kein Problem sein. Ja, guck mal. War nur ein Damage. Ich habe meine Kameraden gut trainiert auf Screen. Ich glaube, dass wir wirklich die darauffolgende auch noch schaffen können. Dasselbe beim Kaioseum. Der kann Energiestups. Unser Lima. Wow! 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 And the winner of category E is ich. The Pin-Up Prince! Congratulations! I'm gonna need a lie down after that. Incredible! I can't believe you've won again! Here you go, your prize for conquering category E. Danke. Oh, ein Talentsamen. Real talent, you know. I'm a fan for life. Good luck. Oh, ich hab einen Fan. So. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir sogar Kategorie D schaffen können. Let's do this. Entering our Category D tournament is none other than our new crowd favorite. The seductively stylish strategist, the heartbreaking hero, the majestic Mauler! Was der Film Spitznamen für mich hat. As for his opponent, well, he might have his head in the clouds, but his cunning strategies are rock solid. It's Nimbus! Er ist auf jeden Fall sehr altmodisch gekleidet. Ich schaff das schon. Ich glaube an euch. Okay, ich kann nur angreifen. Das Edge, das nervt mich gerade ein bisschen. Einer schon mal down. Zwei sind down. Einer von meinen pennt. Nee, das ist nicht gut. Das Edge am Anfang war gefies. Das war wirklich sehr gemein. Der Elbspalter hat bisher nicht ein einziges Mal seine Wirkung gemacht. Und noch einer weg. Edge ist halt sehr gemein. Als ob der in Raserei verfallen ist. Ach, jetzt hör auf. Könnt ihr mal aufwachen? Danke.
majestic mauler barges through the first round. Wow! I'm not sure I've ever seen monsters move so fast. Magnificent! But the majestic mauler has no time to lick his wounds, because here comes the matriarch of Monster Town herself, Lickety Lydia! Der hat Spaß an seinem Job. Um Gottes Willen, ein Golem. No time to waste. On to the second round. Let's brawl! Okay, das können fies werden. War ein schöner Versuch mit Wupp. Niemals konzentriere ich lieber auf Heilung. Sehr schön, hätte Wupp geklappt. Au. Uff. Okay, den ersten schaffen wir zwar, aber den zweiten nicht. Hätte Wupp bei dem Golem einmal funktioniert, dann eventuell. Okay, Kategorie D ist noch zu heftig. So, dann teleportiere ich mich mal zum Kylosseum. So, dann mal auf. In die Schlacht. F und E müssten wir schaffen können. Ja, ich will es probieren. Ja, großartig. Unbelievable! The winner of the second bout is the Cryptic Kid. The Golden Boy does it again. But will his next opponent succeed in sabotaging him? He's a swordmaster who forecasts disaster so fast you'll be aghast to the very last. It's the great Invisible! Ja, der hat uns beim letzten Mal besiegt. Daran erinnere ich mich. Final bout. You won't want to take your eyes off this one. On your marks, get set. Ich bin bereit für dich. Klingenbrecher auf die Klinge. Ich verstehe schon. Aua. Du hast auch Mega- und Multistärkung, ne? Hilf doch direkt dem ganzen Team. Kann ich die KI auf intelligent irgendwie umstellen? Das, was der Supporter und der Debuffer machen, ist einfach Mist. The fresh-faced rookie who's destined for the big time. The Cryptic Kid. Give it up. Victorious again, eh? I had a feeling you'd come out on top.
easier prize for winning Katagui. Danke. You've got a bright future. Oh. So, was ich weiß, man kann einstellen, was häufiger eingesetzt werden soll. So, ich habe die Attacken mal ein bisschen umgestellt, gehen wir mal direkt auf Kategorie E auch noch. Ja, ich will es probieren. Welcome to the Category E event at the Molosseum. Well, we have a special guest joining us today. Randolfo the Tyrant! Was? And now it's time to start today's matches. Our first competitor is rising through the ranks at breakneck speed. It's the Rampant Cryptic Kid! His opponent conducts himself with an elemental mentality that brings monumental brutality. Gustav Moller! Das Vieh im Zweiten von rechts, das sieht interessant aus. Get ready for match one! On your marks, get set, kill! Eine schwoffende Säule. Sieht auf jeden Fall cool aus. Och nö. Mein ganzes Team wurde lahmgelegt. Sag mal, kannst du mit Bub auch mal treffen? Das musst du früh machen mit Bröckel. Causes fans to faint in the utter ecstasy of entertainment. Next up, he faces a beefy buff ruffian who's tougher than a 10-ton fisticuff. Henker. Bobby Builder! Let's get our second match under. Okay, seine Kameraden sind auf jeden Fall eher die Prügelknaben. Oder besser gesagt, eher die Nahkämpfer. Soweit ich das sehe. Ja, es hat mal instant funktioniert. Es war einfach instant tot. Ach komm. Das Bröckel war unnötig. Outrageous! The winner is the Cryptic Kid! No wall of muscle can stand in the way of his hustle. But who is his next opponent? She's a mini mystery with a major mandate to downright detonate. Bummer! Dieses Monster kommt mir nicht bekannt vor. Oh, du hast aber einen großen Löffel. It's time for our final matchup. Are you ready for action?
On your marks. Get set. Tell! Die Felsenbombe macht eventuell Kamikaze. Ganz eben, Raptor bitte direkt wieder aufwecken. Danke. Also den Dino. Er versucht es. Raserei. Die Raserei hat es ja mal richtig gebracht. Out of this world. The category winner is the bonafide battle machine, the cryptic kid. The crowd can barely contain themselves. That man. Could it be? Indeed. Er hat mich doch erkannt. This boy has something special about him. Nein, den würde ich bisher nicht bekämpfen. Der vernichtet mich doch so schnell. Ein Nyktrasierblatt. Werde ich nicht. Congratulations on your Category E victory! You really are the cat's pajamas. Whoa, it's Virgil. Now, there's a certain researcher of Meowgic by the name of Dr. Helix Helix, who's seeking strapping young folk to help with his next experiment. His laboratory is a mere stone's throw from the Morlaceum. Perhaps you could have a word. Ja, hatte ich auch vor. This could be my chance to work for the famous Dr. Helix Helix. Let's go. So, das ist der Doktor, ne? Check it out. It's really him. Dr. Helix Helix. Hmm? Do my ears deceive me? The long-lost second son returns. You're here to learn about the secret of evolution, I presume. Hmm? Oh, no, I'm not psychic. Armin has told me all about you. The secret of evolution is a lost occult mechanism, one which I am attempting to bring back. As legend has it, one who wields it is transformed in appearance and granted unimaginable powers. Should one wish to fully become a monster, that too would be possible. If one were to surrender one's humanity. However, unlocking the secret of evolution requires immense magic and, oh, a millennium of practice. A millennium? But I'll be an old man by then. Bis dahin bist du schon tot. If one were to possess some sands of time, why,
millennia might pass in mere moments. But the pentaractic crystal required to make them can only be found in the gleaming grotto of the Circle of Caprice. Now, my boy, would you be willing to travel there and retrieve a piece of pentaractic crystal? Natürlich, warum nicht? A wise answer indeed. Now, you will be needing this. Ein weiterer Portalit. That will grant you access to three more of Nadiria's realms. Farewell, and fair fortune. It seems this pentaractic crystal is the key to understanding the secret of evolution. We should probably head to the Circle of Caprice and find the gleaming grotto. Was? But how? Okay. Ein Heli-Handy. Take care. Das ist jetzt aber hier nicht in meinem Menü, ne? Ich habe noch ein paar Einträge vorzulesen, darunter den Akteur vom letzten Mal, Raffi. Der Lokalmatador auf dem unteren Rang des Kreises der Schwelgerei. Wegen seiner angeblichen Verstrickung in eine komplizierte Dreiecksbeziehung warf man ihn kurzerhand aus dem oberen Rang. Er droht anderen gern damit, ihnen den Hals umzudrehen. So, hier haben wir den miesen Mümmler. Langohrige Vagabunden, die bauen das Gemüse stehen, um zu überleben. Die Masken, hinter denen sie sich verstecken, werden von einer Generation zur nächsten weitervererbt. Putzig. Und hier ist der Lachsack. Humorige Monster mit einem strahlenden Lächeln. Als Comedian sind sie selbst ihr bestes Publikum, weil sie ihre eigenen Witze urkomisch finden und laut lospusten, wenn ihnen einer einfällt. Okay, das waren diese Einträge. Ich teleportiere mich, mal noch nicht zum Turm zurück. Aber ich gehe raus. Hier stelle ich mich jetzt hin. Und hier machen wir für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen, Leute. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis dann.